shall be exalted, shall be exalted. Shall be exalted. Händel, Messias, every valley shall be exalted. Und im Rezitativ davor hören wir: The voice of him that crieth in the wilderness, prepare thee the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Vernehmet den Ruf des Predigers in der Wüste, deutsch übersetzt, bereitet die Wege des Herrn und bahnt in der Wildnis die Pfade unserem Gotte. Bereitet die Wege, bereitet die Bahn. Und wenn Händel diesen Text nun des Erhöhens der Täler in Musik übersetzt, da macht das mit dieser Figur. Every valley, und überhöht. Every valley shall be exalted. Achten Sie, Valley geht in die Höhe und das Erhöhen geht in die Tiefe. Als ob er sagt, er gleicht aus. Aber nachher. Exalted. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Händel arbeitet hier mit der Figur der Gradatio, der Erhöhung der Spannungsenergie. Der Text für diese Kantate ist ja die Geschichte von Johannes dem Täufer. Und er ist dieser Rufer in der Wüste, der sagt, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Hören wir etwas über den biblischen Ursprunges dieser Anfangsworte der Kantate. Der Text stammt aus dem Kapitel 40 des Jesaja-Buches, also des sogenannten zweiten Jesaja, der in der Zeit des babylonischen Exils gewirkt hat und in dessen Predigt dem Gottesvolk die Befreiung aus dem Exil angekündigt wurde. Es heißt dort folgendermaßen: Horch, es ruft. In der Wüste bahnet den Weg des Herrn. Machet in der Steppe eine gerade Straße unserem Gott. Jedes Tal soll sich heben und jeder Berg und Hügel soll sich senken. Und das Höckerige soll zur Ebene werden und die Höhen zum Talgrund, dass die Herrlichkeit des Herrn sich offenbare. Bach benutzt eine Inventio, das heißt eine Erfindung, man könnte auch sagen einen Hauptgedanken, um das darzustellen. Bereitet die Wege, bereitet die Bahn. Und wenn wir diese Noten mit der Händelschen Lösung vergleichen, ist eines sehr erstaunlich. Every Valley, Do, Re, Mi, Sol. Oder wenn Sie wollen, die erste Note der Tonleiter, die zweite, die dritte, die fünfte, in diesem strahlenden A-Dur. Und hier, Berei, Tra, Ra, die rufende Quart. Und bereitet die Wege, 1, 2, 3 und 5. Die gleichen Noten. Haben Sie sich gekannt? Haben Sie sich abgesprochen? Keinesfalls. Es ist so, dass
ein Komponist, der eine Affektlage dieser Art und Weise zur Darstellung bringt, sehr gerne die aufsteigenden Töne benutzt und sehr gerne auf der Quinte stehen bleibt. Na, 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 na. Auch die Choralschreiber. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Bleibt auf der offenen Quint stehen. Die beiden Komponisten, so verschieden sie sind, kommen sie auf ähnliche Lösungen. Doch es bestehen Unterschiede. Wir haben hier einen geraden Takt. Und hier einen ternären, das heißt einen Dreiertakt. Barbara, Barbara, Barbara. Bereite die Wege, bereite die Bahn. Und das ist der Anfang des Ritornells. Ein wichtiger Begriff für die Bachsche Analyse. Das ist das erste Stück ohne Sänger und ohne Sängerin. Ein in sich zusammenhängendes Stück, das gegliedert ist. Hören Sie sich das Ritornell an. Das könnte fast als kurzes Eingangsspiel für den Gottesdienst dienen. Sie bemerken, es beginnt und endet in der gleichen Tonart und hat eine Kadenz in der Mitte und man beginnt wieder mit diesem Rhythmus, mit diesem Dreierrhythmus, mit lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz. Und Sie mögen sich vielleicht an die Schulstunden erinnern, Dactylus, Jambus, alle diese griechischen Dinger. Das wäre nach Matheson, einem Theoriekollegen und Komponisten der Bachzeit, ein daktylischer Rhythmus, der dieses Ritornell beginnt. Sie haben auf Ihrem Blatt die Linie A. Sie sehen in der ersten Zeile die Inventio. Und jetzt in der dritten Zeile die Weiterführung, das Motiv wieder. Die Inventio in einer tiefer gelegten Wiederholung, eine sogenannte Sequenz. Und jetzt kommen Flügelschläge. Und jetzt Flügelschläge von oben. Und die Kadenz. Also diese Flügelschläge, das ist mein eigener Begriff, die können umgekehrt werden und die Lateiner wissen, das ist eine Inversion. Und Bach braucht das sehr oft, wenn er sagt, das Thema der Kunst der Fuge kann invertiert werden. Dann geht einfach, was vorher nach oben ging, nach unten und es wird umgekehrt. So baut sich dieses Ritornell dann auf. Und ich habe mir dann überlegt, der Johannes der Täufer müsste doch eigentlich ein Mann sein. Er erscheint dann auch in der Kantate, in der Arie Nummer 3, als polternder Bass der tiefsten Sorte mit dem tiefen Register, mit den Celli und den Kontrabässen. Wir haben sie hier einfach besetzt. Was ist das hier? Ich ging der Sache nach. Ich habe im Schmieder nachgeschaut. Das ist das Bachsche Nachschlagewerk. Er hat in den 50er Jahren, dieser Herr Schmieder, alle Bachwerke gesammelt, geordnet und für jedes einzelne Stück 4 bis 5 Takte abdrucken lassen. So kann man also alle Anfänge sehen. Und ich habe versucht, ähnliche Modelle zu finden. Es gibt zum Beispiel beim Gloria in Excelsis aus der Hamelmesse Folgendes. Der gleiche
Aufwärtsgang. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die gleiche Trara-Quart. Trampa-Bimpa. Und dann diese Bewegung. Wenn Sie an das Weihnachtsoratorium denken, bereite dich Zion mit zärtlichem Trieben. Auch hier wieder, bereite dich Zion in Moll, aber jetzt nicht hinauf, sondern Zion mit zärtlichem Trieben. In einer ungeheuren Differenziertheit kann Bach jedes Motiv in eine andere Richtung bringen. Und ich habe kein einziges ähnliches Motiv gefunden. Und das waren sicherlich an die 2000 Titel, die ich kurz angeschaut habe in den letzten zwei Wochen. Ich habe gedacht, diese ewige Sopranmelodie, die verlangt wird, erschrecken Sie nicht, ich werde nicht in der Sopranlage singen, aber schauen Sie, wie mir der Atem ausgeht und bewundern Sie unsere Sopranistin, wenn sie heute Abend diese Riesenlinie singen muss. Ich lasse mich von meinem Keyboard begleiten. Bereite die Wege, bereite die Wege. Sie sind sicher froh, dass ich nicht das Sopran-Solo heute Abend singe. Aber um Ihnen einen Begriff zu geben, was Bach von den Sängerinnen und Sängern in Weimar 1715 verlangen konnte. Eine unendliche Linie, die eigentlich unsingbar ist. Was ist das für eine Linie, habe ich mir gedacht. Es schwingt. Es wirbelt, es hat etwas Himmlisches. Drum ging ich wieder durch den Schmieder und habe mir überlegt, gibt es ein Indiz, dass das vielleicht Engelsmusik sein könnte? Und es war auch so. Ich habe alle die Engelsgesänge, die himmlischen Gesänge in Dreiertakten gefunden. Die Dreizahl, die perfekte Taktart. Ein wunderbares Beispiel habe ich gefunden in Kantate 19. Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir. Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir. Engel auch hier mit dem daktylischen Rhythmus. Und vielleicht ist es auch so, dass Johann Sebastian Bach diesen Rhythmus bevorzugt braucht. Und so denke ich, dass diese Riesenlinie die Botschaft der Stimme ist, nämlich, dass der Weg bereitet werden soll und dass das eine lange Sache ist. Dann haben Sie bei Beispiel C oder auch hier an der Wandtafel diese komischen Dreiecke, Kreise und Rechtecke gesehen. Das möchte ich Ihnen als zweiten Punkt dieser ersten anspruchsvollen Arie erklären. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Beispiel C sehen Sie beim Hauptgedanken in der Bassgruppe. Na 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 na. Und als mittleren Gedanken, den neuen Gedanken, bereitet die Wege und machet die Stiege. Zusammen bereitet die Wege, bereitet die Stiege. Und dazu in der oberen Stimme, ich habe es Maulwurf genannt, auch das ist kein Fachbegriff. Drei Stimmen. Das obere sei die, das Rechteck, Maulwurf. In der Mitte den Kreis, bereitet die Wege und machet die Stege. Und als Dreieck den Hauptgedanken, im Glauben, im Lieben, den Höchsten ganz eben. Die Frauenstimmen singen bitte, bereitet die Wege, bitte.
Bereitet die Wege und machet die Stege. Bitte die Männer einmal. Bereitet die Wege und machet die Stege. Jetzt singen einmal die Männer. Im Glauben, im Leben, dem Höchsten ganz eben, den Hauptgedanken tief. Im Glauben, im Leben, dem Höchsten ganz eben. Jetzt die Frauen einmal. Im Glauben, im Leben, dem Höchsten ganz eben. Männer, singen Sie tief einmal, bereitet die Wege. Und die Frauen im Glauben. Im Glauben, im Leben, dem Höchsten ganz eben. Kehren wir um. Das nennt man Stimmtausch. Und die dritte Stimme, der Maulwurf, der fast sagt, das ist der himmlische Bagger, der die Wege in der Wüste bereitet. Bla bla. Aber hören Sie doch. Diese drei Stimmen können wir zusammen singen. Singen die Frauen einmal die untere Stimme, die Männer die mittlere Stimme und ich spiele den Maulwurf. 1, 2, 3, 4, 5. Danke, jetzt nehmen wir Frauen die unteren Stimmen und auch die ganz unteren Stimmen und ich spiele den Maulwurf einmal im Bass. 1, 2, 3, 4, 5. Das nennt man Permutation. Es wechselt ständig. Permutation, diese Stimmen, einmal kann die rote oben in der Mitte oder unten sein. Hier haben wir einmal die grüne Mitte oben, unten, das Blaue wechselt auch. Das ist eine Technik, die Bach von seinen Vorvätern geerbt hat. Also wer zum Beispiel Krieger aufführt oder Buxtehude aufführt, kämpft mit solchen Problemen. Es ist gar nicht so leicht, ist auch sehr schwer zu hören. Und im Mittelteil benutzt Bach diese drei Elemente. Nun aber zu unserem Täufer. Die Geschichte Johannes des Täufers und wir wollen nachher sehen, was Bach damit macht. Für diesen vierten Adventssonntag ist vorgesehen als Predigttext ein Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1. Und es wäre für uns natürlich interessant zu wissen, was der Prediger damals gesagt hat. Was steht in diesem Kapitel 1? Es wird berichtet von Johannes dem Täufer, dass er im Jordan unten seine Bußpredigt gehalten und die bußfertigen Menschen, die ihre Sünden bekannten, getauft habe. Und dieser Prediger muss großen Zulauf gehabt haben, sodass die priesterlichen Herrschaften in Jerusalem es für gut fanden, eine Expertenkommission an den Jordan hinabzusenden und diesen Johannes zu erkunden. Und sie fragen ihn, ob es wohl stimme, was also behauptet werde, er sei einer der wiedergekommenen Propheten oder er sei vielleicht sogar der versprochene Elia, der Messias selber. Doch Johannes sagt, nein, ich bin von dem allem nichts. Ich bin nur die Stimme eines Rufers in der Wüste, wie es im Propheten Jesaja heißt, bereitet den Weg des Herrn. Dann fragen die Herrschaften aber, warum taufst du denn, wenn du doch nicht der Messias bist? Und Johannes sagt weiter, ich taufe einfach mit Wasser. Aber unter euch steht bereits der, der kommen wird nach mir. Und ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Ich bin nichts anderes als einfach ein Wegbereiter für den Erlöser. Die Wegbereitung ist sehr eindrücklich gezeigt in dieser ersten Arie für Sopran, Solo-Oboe, Streicher und Continuo. Wir kommen nun zum Rezitativ mit den Ariosi. Sie finden es in Ihrem Textbuch unter Nummer 2. Musik.
Willst du dich Gottes Kind und Christi Bruder nennen, so müssen Herz und Mund den Heiland frei bekennen. Eine schöne Musik im Duo. Sie haben am Schluss das Cello bemerkt. Da, di, di, da, da, di, da, da, da. Eine abwärtsgerichtete Figur voller Edelheit. Ja, ich bekenne Gott, den Herrn. Aber der Mahner, der Tenor, sagt, willst du dich Gottes Kind nennen? Auch da werden wir an das Johannesevangelium der Gotteskindschaft erinnert. Und Christi Bruder nennen. Wer sich Bruder nennen will, der muss das Kreuz nachtragen. Wir kennen es. Und wer sich nicht verleugnet und all diese Fragen, ob das vielleicht anklingt? So müssen Herz und Mund den Heiland frei bekennen. Also nicht in erster Linie, was wir sagen, sondern was das Herz tut. Nun wird's ein bisschen dunkler. Ja, Mensch, dein ganzes Leben. Wir hören, vermindert dein ganzes Leben. Also da werden gewisse Sündenpfuhle vielleicht schon gemeint sein. Leben muss von dem Glauben Zeugnis geben. Soll Christi Wort und Lehre auch durch dein Blut versiegelt sein, so gib dich willig drein. Karl Graf und ich haben diskutiert über diese Stelle. Und ich möchte Ihnen eine zeitgenössische mögliche Vertonung vorsingen, die ich selber erfunden habe und nachher die Bachsche und dann unseren Inhalt der Diskussion bekannt geben. Soll Christi Wort und Lehre auch durch dein Blut versiegelt sein, so gib dich willig drein. Was macht aber Bach? Soll Christi Wort und Lehre auch durch dein Blut versiegelt sein. Blut versiegt. Tritonus, das diabolische Intervall und in der Bassstimme Blut versiegelt sein. Ein Doppeltritonus, da muss was mehr dahinter stehen. Und ich habe dann Karl gefragt, könnte es nicht sein, dass hier eben gemeint ist, dass der Christ, sogar wenn er Schreckliches erdulden muss, fast wie ein Auserwählter ist, ein quasi Heiliger, der dadurch ausgezeichnet wird, dass er bereit ist, das Martyrium auf sich zu nehmen. Dann gibt es diese Figur, so gib dich willig rein. Es ist die Todesfigur am Ende der Matthäus-Passion. Jetzt in Cis-Moll halt. Durch solche Figuren kann man hochinteressante Rückschlüsse ziehen auf theologische Gedanken Johann Sebastian Bachs. Denn dieses ist der Christen Kron und Ehre. Denn dieses ist. Sie können nachlesen bei D, ob ich da richtig singe oder richtig geschrieben habe. Denn dieser ist der Christen Kron und Ehre. Dieses ist der Christen Kron und Ehre. Was spielt das Cello dazu? Kurz zurückversetzt in der zweiten Zeile von D. Sie sehen, es ist die gleiche Stimme. Ich spiele sie gleichzeitig, also ich schiebe sie zusammen und spiele sie simultan und nachher dann sukzessiv. Thank you.
ein Quintkanon, ein sogenannter Unterquintkanon. Na, 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 na. Man könnte es also auch so machen. Denn dieser ist der Christenkron und Hier. Dieses ist der Christenkron und Hier. Was soll das bedeuten? Es ist eine unperfekte Nachahmung. Es ist nicht wie bei Lobet und preiset ihr Völker den Herrn. Guten Miteinander, heißt es in den Kirchgemeindehäusern, gell? Dieser einfache Kanon beginnt mit der oberen Stimme, setzt mit der nächsten Stimme ein, gibt einen dritten Einsatz und wir haben hier einen hochkomplexen, kunstvollen Kanon. Hören Sie nochmals kurz zu. Denn dieses ist der Kreuz und Kronon. Man merkt es gar nicht. Was soll es sein? Die Nachfolge Jesu, nämlich in der unperfekten Art und Weise. Liebster Jesu, wir sind hier im Orgelbüchlein. Auch dort wird ein unperfekter Quintkanon angesetzt. Und manches andere Stück von Bach zeigt, dass die Nachfolge im Kanon dargestellt wird. Es hat so viele wunderbare Details. Und ich könnte Ihnen noch lange diese Details zeigen. Vielleicht noch eines, wo es heißt, wälz ab die schweren Sündensteine. Da macht Bach in diesem Rezitativ, wälz ab die schweren Sündensteine. Nein, die schweren Sündensteine. Fast modern. Die schweren Sündensteine nimm deinen Heiland an. Und sobald der Text wechselt im Inhalt und im Affekt, wird auch die Musik sofort angepasst. Man muss sehr mit guten, offenen Ohren dem Text nachfolgen und versuchen zu sehen, was Bach mit diesem Text tut. In der Arie 3 erscheint, wie angekündigt, ein polternder Bass. Einige Erklärungen dazu durch Karl Graf. Ja, Johannes hat bekanntlich kein Blatt vor den Mund genommen und hat hoch und niedrig die Wahrheit ins Gesicht gesagt, hat sich auch getraut, dem König Herodes seine Meinung zu sagen. Und wenn wir andere Texte lesen, zum Beispiel im Lukas-Evangelium, Kapitel 3, dann klingt es dort so. Da sprach Johannes zum Volk, das hinausging, dass es sich von ihm taufen ließe. Ihr Otterngezüchte, wer hat euch denn gewiesen, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, tut rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und in das Feuer geworfen. Nun, die Gelehrten aus Jerusalem kamen zu Johannes und fragten, wer bist du? In der Kantate wird der Stil umgekehrt und wir werden gefragt, wer bist denn du? Wer bist du? Wer bist du? So beginnt die Arie. Vorher ist ein geniales, schweres Vorspiel des Cellos zu hören in der fürchterlichen Tonart E-Dur. Ta 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 pim pam, ta 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 tim pam, ti 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 tom pim, pa 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 pam pam, pa 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 pam pam,
ta 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 ti 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 ta ti 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 ta ti 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 ta 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 ti ta. Und dann kommt der Johannes der Täufer und poltert daher. Wer bist du? Wer bist du? Klingt dann auch viel schöner, als wenn ich Ihnen da so tue, als wäre ich Rudolf Rebroff. Aber Bach benützt jede Lage, alles, was er kann, um das darzustellen. Er fragt, frage dein Gewissen, wer bist du? O Mensch, falsch oder treu? Das wirst du dann schon merken. Ja, ich sag das denn schon in dieser Art. Im zweiten Teil heißt's: Wer bist du? Frage das Gesetze. Die 10 Gebote: Du sollst nicht herüberschauen auf das schöne Auto deiner und so weiter. Sie kennen die ganzen Geschichten. Das wird in ähnlicher Weise abgehandelt. Aber das Gesetze sagt: Ein Kind des Zorns in Satans Netze. Und da überbietet sich der junge Bach wiederum. Wenn Sie Ihr Blatt nehmen, können Sie nachfolgen. Cis-Moll, eine doch auch schwierige Tonart bei Buchstabe E. Ein Kind des Zorns in Satans Netze, ein Kind des Zorns. Man denkt fast, es könnte Schönberg sein. Und wenn Sie das mit dem Cello-Motiv hören, das wurde jetzt umgekehrt. Sie mögen sich erinnern, die Inversio wird unverändert chromatisch. Und jetzt kommt die unterste Zeile. Eine Modulation nach Fis-Moll. Ich versuche, das zusammen zu singen. Ein Kind des Zorns in Satans Netze, ein Kind des Zorns in Satans Netze. Bach fordert von seinen Musikantinnen und Musikanten das Äußerste. Er geht in die extremsten Lagen und erreicht eine ungeheure Präzision der Aussage. Und man spürt ihm an, es macht ihm auch tief Spaß, mit diesen Motiven zu arbeiten, zu spielen. Und doch ist er nicht einfach weg vom Geschehen. Ich brauche nur einige Noten zu verändern und es klingt schon relativ harmlos. Hören Sie? Ein Kind des Zorns in Satans Netze. Ein Kind. Moment, das war ein Fehler. Sehen Sie, vereinfachen ist nicht immer ganz so einfach. Also. Ein Kind des Zorns, das Kind des Zorns in Satans Netze. Ein Kind des Zorns in Satans Netze. Jetzt habe ich es geschafft, die Kurve. Jetzt die Bachsche Lösung. Ein Kind des Zorns in Satans Netze, ein Kind des Zorns in Satans Netze. Kleine Alterationen, Veränderungen der Tonhöhe, einen Ton höher, einen Ton tiefer. Er bleibt im Kodex der Zeit, kann aber eine Anpassung vollziehen. Diese Brandrede bringt die arme Seele in eine tiefe Not. Und wie Sie ja wissen, Advent hat die gleiche Farbe wie die Passion bei den Lutheranern, nämlich die Farbe Violett, und bedeutet auch Buße. Er tut Buße im Rezitativ Nummer 4. Ich will mein Gott dir frei heraus bekennen. Ich habe dich bisher nicht recht bekannt. Und er spricht, ob Mund und Lippen gleich dich Herrn und Vater nennen, hat sich mein Herz doch von dir abgewandt. Ich habe dich verleugnet mit dem Lieben. Die Verleugnung, wiederum mit dem verminderten Septakkord. Ich habe dich verleugnet
kennen Sie auch von Rachmaninow hier. Ein sehr dissonanter, düsterer Akkord. Wie kannst du mir ein gutes Zeugnis geben? Eine Frage, auch in der Musik. Wie kannst du mir ein gutes Zeugnis geben? Als Jesu mich dein Geist und Wasser bat, gereinigt und von meiner Missetat, habe ich dir zwar stets feste Treu versprochen. Ach, aber ach, zwei verminderte Septakkorde, das Taufband ist gebrochen. Trugschluss. Die Untreu reuet mich. Ach Gott, erbarme dich. Kyrie eleison, miserere nobis. Und doch ist der Betende zuversichtlich. Ach, hilf, dass ich mit unverwandter Treue den Gnadenbund im Glauben stets erneuere. Wenn Sie es dann heute Abend hören, werden Sie hören, wie Moll und Dur sich ständig wechseln. Ein Hoffender, ein Flehender, ein ängstlicher Betender, der in der Stimme eines Altus, also eines männlichen Altsängers, erklingen wird. Eigentümliche Wörter finden wir, Geist und Wasserbad. Und in der fünften Arie werden wir noch weitere solche Wörter finden, Blut und Wasserquelle. Und dann ist von den hellen Kleidern die Rede, dem neuen christlichen Kleid, dem roten Purpur der weißen Seide, das sei der rechte Staat der Christen. Hier brauchen wir Karl Graf. Sicher ist in der Predigt, die damals gehalten wurde, von der Taufe die Rede gewesen. Das eine Bild ist eben für die Taufe dies, das Wasserbad. Das heißt also, so wie Wasser uns äußerlich sauber machen kann, so will Gott unser inwendiges Menschen durch seine Vergebung reinmachen. Davon singt auch diese Kantate. Aber schwierig ist es dann, wenn die Blut- und Wasserquelle da erwähnt wird und das mit Blut das Kleid sauber weiß geworden sein soll. Sie erinnern sich vielleicht, woher diese Bildersprache stammen könnte. Sie stammt aus der Apokalypse, aus der Offenbarung des Johannes, wo eine großartige Vision geschildert wird von einer Art himmlischem Gottesdienst, wo Märtyrer anwesend sind, die ihrem Glauben treu geblieben sind bis in den Tod. Da sagt der Seher: Wer sind diese mit den weißen Kleidern angetan? Und woher sind sie gekommen? Und er sprach zu mir: Diese sind's, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Throne Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Throne sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern und dürsten. Es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das mitten vor dem Throne steht, wird sie leiten zu lebendigen Wasserbrunnen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es geht also irgendwie tröstlich aus. In der Offenbarung sogar noch mit einer Prise Humor. Wenn man weiter hinten in Kapitel 18 liest, dort ist vom Untergang des sündigen Babels die Rede, heißt es, es hätten die Kaufleute geweint und gejammert, denn ihren Vorrat kauft niemand mehr, den Vorrat an Gold und Silber, an Edelsteinen und Perlen, an Linnen und Purpur und Seide. Also, die Christen brauchen das alles nichts mehr. Sie haben eine andere Tracht. Da müssen wir noch
bisschen schauen, dass wir nicht stolpern. Diese sind der Christenstaat. Ein Wort aus dem Lateinischen entlehnt. Status heißt eigentlich der Stand, der Rang. Kann dann auch die Pracht heißen. Und man hat früher etwa auch noch gesagt, also mit diesem alten Mantel kannst du wirklich nicht mehr Staat machen. Oder wir waren im Sonntagsstaat gekleidet. Es gab im alten Gesangbuch ein Lied, das hieß Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Christen brauchen nicht diese selber gemachte Ehre, sondern sie bekommen sie aus Gnaden geschenkt von Gott. Wir hören diese Wasser- und Geistesquelle in den Violinfiguren des Ritornelles dieser Arie für Altus, Solovioline und Continuo. Melancholie ist in dieser Musik, aber auch etwas sehr Tröstliches in den Sequenzen. Nachher kommt der Altus und singt Christi Glieder, auch bedenket, was der Heile an euch geschenket, achte Musik auf die Ton, auf die Wortwiederholungen. Ach, bedenket, was euch Christus geschenkt hat mit der Taufe. Was läuft aber dazu? Hier wird der Sänger gekommen und jetzt hören Sie. Das Ritornell. Kehrt wieder, drum heißt es Ritornell. Also die Hauptstimme liegt bei der Geige. Das Ritornell wird wiederholt. Drum wird es ja auch so genannt. Nicht nur, weil es am Anfang oder am Schluss kommt, sondern immer wieder verwendet wird. Und das, was Bach dann nachher macht, nämlich in das Ritornell noch eine Stimme einbauen, wird im Fachjargon Vokaleinbau genannt. Ein für die Bachsche Analyse zentrales Wort. Wenn das kompliziert klingt, klingt das dann musikalisch so. Christi Glieder, auch bedenket, was der Heiland euch geschenket, ach bedenket. Ach, bedenket, was der Heiland euch geschenket durch der Taufe reines Wort. Und am Ende wieder ein Teil des Ritornelles. In dieser kunstvollen Art und Weise baut Bach die Komplexität seiner Kompositionen zusammen und äußert sich ganz präzise und auch theologisch zu den Texten. Im Choral wird zusammengefasst. Im Schlusschoral wird ein anderes
Bild für die Taufe verwendet, nämlich der Vergleich des Sterbens und Begrabenwerdens und Wiederauferstehens zum neuen Leben. Wie es der Apostel Paulus im Römerbrief zum Beispiel schreibt, Kapitel 6, wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod getauft worden sind. Wir sind also durch die Taufe auf seinen Tod mit ihm begraben worden, damit, wie Christus durch die Herrlichkeit seines Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Diese Gedanken klingen hier an in dieser letzten Strophe. Es ist ein Lied, das sich auch im evangelischen Kirchengesangbuch findet, von Elisabeth Kreuziger, der Frau eines engen Mitarbeiters von Martin Luther. Im Urtext wahrscheinlich heißt es dann dort allerdings nicht, macht den alten Menschen kränke, sondern den alten Menschen töte. Ein kleiner Unterschied hier noch. Aber das Wichtige ist, wir bleiben nicht beim Tod, sondern Ende ist die Auferstehung zu einem neuen, anderen Leben. Ertüt uns durch dein Güte, erweck uns durch dein Gnad, den alten Menschen töte, dass dir neu leben mag. Wohl hier auf dieser Erde, dem Sinn und all Begehren und Gedanken haben zu dir. Und wenn wir nochmals Revue passieren lassen, am Anfang das Engelskonzert bereitet die Wege, bereitet die Bahn, dann der mahnende Tenor, der sagt, ihr sollt euer Leben nicht nur durch große Worte, sondern durch große Taten als Christenleben bezeugen. Der polternde Johannes, der Täufer, der den Menschen dazu bringt zu sagen, Kyrie eleison, der aber darauf hingewiesen wird, ein Christi, Blut- und Wasserbad macht die Kleider helle, Purpur und Seide sei der Christenstaat. Und hier dieses Paradoxon, ertöt uns durch dein Güte, erweck uns durch dein Gnad, den alten Menschen kränke, dass der neue Leben mag, wohl hier auf dieser Erde. Und das letzte Wort, denn Sinn und all Begehren und Gedanken haben zu dir. Wir möchten Ihnen sehr herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit bei unserer Einführung. Applaus